Zwischen 1096 und 1291 fanden auf Betreiben der Päpste 7 Kreuzzüge ins heilige Land Palästina statt. Der Autor Hans Wollschläger schätzt aufgrund der Recherchen für sein Buch Die bewaffneten Wallfahrten nach Jerusalem, dass die Kreuzzüge insgesamt etwa 22 Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Über alle Kreuzzüge zu berichten, würde den Inhalt dieser Dokumentation sprengen. Deshalb werden, um wenigstens einen Teil dieser Blutspur der katholischen Kirche zu dokumentieren, im Folgenden nur 2 Ereignisse beleuchtet. Das sind zum einen die Geschehnisse um den sogenannten Bauernkreuzzug und zum anderen die im Zusammenhang mit dem ersten Kreuzzug stehende Eroberung und Inbesitznahme Jerusalems. Der Bauernkreuzzug. Papst Urban II. Rief im Jahre 1095 in Clermont zu einem katholischen Kreuzzug zur Eroberung Palästinas auf. Um die Menschen leichter für eine Teilnahme am Kreuzzug gewinnen zu können, verdrehte er in seinen Predigten bewusst den Sinn der Worte des Jesus von Nazareth, zum Beispiel wie folgt: Erinnert euch an die Taten eurer Vorväter. Wenn euch aber die Liebe zu Kindern, Verwandten oder Frauen abhält, dann macht euch klar, was der Herr im Evangelium sagt: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wenn ihr die Feinde angreift, werden alle im Heer Gottes dies eine rufen: Deus lo vult, Deus lo vult. Dieser Ruf soll jetzt eure Losung im Kampfe sein, denn dieses Wort hat Gott gesprochen. Der von Papst Urban in lateinischer Sprache gegebene Schlachtruf Deus lo vult bedeutet übersetzt: Gott will es. Mit solchen Predigten suggerierte der Papst den Gläubigen die absurde Ansicht, dass dieser Krieg gegen Andersgläubige Gottes Wille sei. Geplant war ein Heer mit ca. 60.000 Rittern und ebenso vielen Pferden. Dies brauchte eine gute Vorbereitung. Doch einem Einsiedlermönch aus Nordfrankreich namens Peter dauerte dies zu lange. Er wollte nicht bis August warten und begeisterte durch seine Predigten viele tausende einfache Menschen, bereits im Februar zu einem Kreuzzug aufzubrechen. Motiviert auch durch die Predigten des Papstes und dessen Versprechen, durch die Teilnahme am Kreuzzug alle Sündenstrafen vollständig erlassen zu bekommen, machte sich der sogenannte Bauernkreuzzug, auch Volkskreuzzug oder Armenkreuzzug genannt, auf den Weg nach Jerusalem. Dabei verließen Massen einfacher katholischer Bauern und Handwerker mit ihren Frauen und Kindern zu Fuß, mit Ochsenkarren und mit einfacher Ausrüstung das erste Mal ihre Heimat. Laut dem Chronisten Albert von Aachen waren unter diesen gemeinen Menschen, die Peter der Eremit mit seinen Predigten anzog, ebenso viele Sündige wie Fromme, Ehebrecher, Mörder, Diebe, Meineidige, Räuber, generell alle Art von Christen, ja sogar das weibliche Geschlecht. Im April erreichte dieser Kreuzzug der Armen Köln. Der Tross war inzwischen auf über 15.000 Mitstreiter angewachsen. Außer dem Ablass lockte auch die Aussicht auf eine neue Lebensgrundlage in den eroberten Gebieten. Da immer nur der Erstgeborene Haus und Hof erbte, waren viele der Armut preisgegeben. Der ursprüngliche Plan war, das heilige Land aus den Händen der Heiden zu befreien. Doch plötzlich wurde der Weg das Ziel. Warum erst in Palästina die Heiden bekämpfen, wenn doch auch auf dem Weg dahin so viele reiche Heiden lebten? Zudem wurde ihnen nicht über Jahrhunderte gepredigt, die Juden seien die Nachfahren der Mörder Jesu? So entschieden die Kreuzfahrer, die Mörder Christi, wie sie sie nannten, zu bestrafen, wo immer sie ihnen begegnen würden. So entwickelte sich dieser Zug einfacher katholischer Bauern zu einem mörderischen Mob, der überall auf seinem Weg durch Ostfrankreich und durch das Rheinland über die Juden herfiel. Über 5000 Menschen sollen diesen Judenpogromen zum Opfer gefallen sein.
Die Historiker betonen vor allem die brutale Vorgehensweise. Der Kreuzzug teilte sich in verschiedene Gruppen auf. Graf Emicho von Leiningen führte eine Armee von rund 10.000 Kämpfern an. Emicho sah in den Juden den Antichristen. Bereits in Speyer und anderen Orten, die sie durchwanderten, wurden Juden, die sie trafen, ermordet. Am 18. Mai 1096 erreichten die Kreuzzügler Worms. Sie massakrierten zuerst die ca. 500 Juden, die sie in ihren Häusern fanden. 8 Tage später drangen sie in das Schloss des Bischofs ein und ermordeten alle Juden, die dort für 400 Silberstücke, die sie dem Bischof zahlen mussten, Zuflucht und Schutz gesucht hatten. Es waren ungefähr 800 bis 1000 Juden, Frauen, Männer und Kinder beiderlei Geschlechts. Niemand überlebte das Massaker. Zur gleichen Zeit metzelte ein anderer Teil des Bauernkreuzzuges unter dem Anführer Volkmar blindwütig in Prag alle Juden nieder, derer sie habhaft werden konnten, während ein dritter Teil des Bauernkreuzzuges unter dem Anführer Gottschalk in Regensburg mordete. Der katholische Tross unter Graf Emicho zog inzwischen weiter den Rhein entlang und dann der Donau folgend nach Ungarn. Das Kreuzzugsheer war inzwischen auf 40.000 Teilnehmer angewachsen und die Versorgung einer solchen Menschenmasse mit Lebensmitteln wurde immer schwieriger. So bewegte sich der Mob stehlend, plündernd und mordend vorwärts. In Semlin erschlugen und erstachen die Kreuzzügler 4.000 ungarische Bürger. Auch Belgrad wurde geplündert und anschließend niedergebrannt. Als dann der Stadt Nisch ein ähnliches Schicksal drohte, schickte sie seine gesamte Garnison gegen die Kreuzfahrer. Diese wurden vollständig geschlagen, viele von ihnen getötet. Nachdem der übrig gebliebene Rest des katholischen Mobs nach 6 Monaten in Kleinasien angekommen war, zogen sie auch hier mordend und plündernd durch das Land der Ungläubigen, wobei auch viele griechische Christen umgebracht wurden. Sie waren wohl getaufte Christen, aber eben keine Katholiken. So zählten sie auch zu den Ungläubigen, die es zu ermorden galt. Denn dadurch konnte man sich ja, jedenfalls laut den Versicherungen des Papstes, einen Ablass der Sünden verdienen. In Kleinasien wurde der Bauernkreuzzug im Oktober 1096 bei Nicäa schlussendlich von Truppen des Sultans Kilic Arslan I. gestoppt. Ein Großteil der Teilnehmer dieses Volkskreuzzuges wurde umgebracht, die wenigen Überlebenden als Sklaven verkauft. Der erste Kreuzzug und die Eroberung Jerusalems. Einige Monate nach dem Bauernkreuzzug brach ein Heer von über 60.000 Kreuzrittern, überwiegend aus Frankreich, in Richtung Palästina auf. Nach der Eroberung diverser Städte in Kleinasien erreichte der Tross Anfang Juni 1099 Jerusalem. Die Belagerung Jerusalems erfolgte zunächst über einen längeren Zeitraum erfolglos. Erst nachdem hölzerne Türme gebaut wurden, konnten die Mauern überwunden werden und der Weg für die Kreuzritter in die Stadt war frei. Über das, was dann geschah, gibt es viele historische Berichte, zum Teil sogar von Augenzeugen, die sich alle im Großen und Ganzen ähnlich sind, wenn auch mit zum Teil widersprüchlichen Angaben, was die Zahl der Ermordeten betrifft. Klar scheint jedenfalls zu sein, dass ein großes, furchtbares Abschlachten der Einwohner Jerusalems begann. Der Chronist Wilhelm von Tyrus schrieb laut katholischer und arabischer Quellen: Schauerlich war es anzusehen, wie überall Erschlagene umherlagen und Teile von menschlichen Gliedern und wie der Boden mit vergossenem Blut ganz bedeckt war. Und nicht nur die verstümmelten Leichname und die abgeschnittenen Köpfe waren ein furchtbarer Anblick. Den größten Schauer musste es erregen, dass die Sieger selbst vom Kopf bis zu den Füßen mit Blut bedeckt waren. Ein anderer Zeitgenosse, der Chronist Albert von Aachen, sammelte Berichte von Augenzeugen und schrieb: So ungeheuer viel Blut wurde dort vergossen,
dass ganze Bäche über die Fliesen der königlichen Halle rannen und die Pilger bis zu den Knöcheln im roten Blut warteten. Raimund von Aguilera war selber als Augenzeuge dabei und schrieb offensichtlich erfreut über das, was er sah. Als sich die Unsrigen schon der Mauern und Türme bemächtigt hatten, konnte man Wunderbares erblicken. Den einen wurden, was leichter war, die Köpfe abgeschlagen, andere wurden mit Pfeilschüssen gezwungen, von den Türmen zu springen. Wieder andere wurden lange mit Feuer gequält und verbrannt. Man sah Haufen von Köpfen, Händen und Füßen in den Häusern und Gassen. Überall liefen Menschen und Pferde auf den Leichen hin und her. Vom arabischen Chronisten Ibn al-Athir ist überliefert: In der Al-Aqsa-Moschee töteten die Franken mehr als 70.000 Muslims. Unter ihnen viele Imame, Religionsgelehrte, Fromme und Asketen, die ihr Land verlassen hatten, um an diesem geheiligten Ort zu beten. Und der Kleriker Fulcher von Chartres fügte hinzu: Was soll ich sagen? Niemand wurde am Leben gelassen. Weder Frauen noch Kinder wurden verschont. Es spielte offenbar keine Rolle, ob die Bewohner Moslems, Juden oder sogar orientalische Christen waren. Wer nun denkt, die Kreuzritter handelten kopflos und spontan wie in einem Blutrausch, der täuscht sich. Das Töten der Einwohner von Jerusalem war geplantes Kalkül. Denn erst 3 Tage nach der Erstürmung beschloss der Rat der Kreuzritter, auch alle Gefangenen und Überlebenden, wie Frauen und Kinder, zu ermorden. Man fragt sich, wie ein solcher Beschluss 3 Tage nach der Eroberung zustande kam, nachdem man doch erst viele Frauen, Kinder und Alte verschont hatte. Hintergrund zu dieser grausigen Bluttat sind Beschlüsse der katholischen Kirche beim Konzil von Clermont. Auf dem Konzil von Clermont 1095 wurden 2 Dekrete zu dem geplanten Kreuzzug nach Jerusalem erlassen. Das erste Dekret verspricht den Teilnehmern den Ablass von kirchlichen Bußstrafen. Das zweite regelt die Aneignung von eroberten Territorien. Dieser zweite Teil wird in der Geschichtsschreibung gern unterschlagen, denn er legt die wahren Ziele der Kreuzzüge offen: die Vergrößerung der katholischen Ländereien durch Eroberungszüge. Denn auf dem Konzil zu Clermont wurde laut Überlieferung mit einmütigem Beifall dekretiert, dass jede Stadt jenseits des Meeres, die den Heiden entrissen werden kann, für immer ohne Widerspruch behalten werden soll. Da die Kreuzritter laut dem Beschluss des katholischen Konzils überzeugt waren, das Recht zu haben, die Häuser für sich in Beschlag zu nehmen, kam der Rat offensichtlich zu dem Schluss, dass dies einfacher vonstatten ginge, wenn man vorher alle Überlebenden restlos ermorden würde. Der Chronist Albert von Aachen beschreibt diese zweite Phase des Mordens unter dem Titel »Von der Hinschlachtung der übrig gebliebenen Heiden« wie folgt: Dieser Beschluss wurde gefasst und erging am 3. Tag nach der siegreichen Eroberung als Befehl von den Fürsten an das Volk hinaus. Und siehe, alle greifen zu den Waffen und werfen sich mit fürchterlichem Morden auf das ganze heidnische Volk, das noch übrig geblieben war. Die einen schleppten sie aus den Kerkern und enthaupteten sie, die anderen, die sie vorher des Geldes wegen oder aus christlichem Mitleid verschont hatten, machen sie mitten in der Stadt, in den Gassen und auf den Plätzen nieder, wo sie sie gerade finden. Auch Mädchen, Weiber, vornehme Frauen, Schwangere und Mütter mit ihren Kindern stoßen sie nieder oder werfen sie mit Steinen tot. Kinder, noch saugend, rissen sie an den Füßen von der Brust der Mutter oder aus den Wiegen und warfen sie an die Wand und auf die Türschwellen und brachen ihnen das Genick. Die Mädchen aber, die Weiber und Frauen, fassen in ihrer Todesangst und vom Grauen des fürchterlichen Mordens geschüttelt, die Christen um ihr Leben flehend um den Leib, die wie besessen gegen jedes Geschlecht wüten und toben. Andere wälzen sich ihnen vor die Füße und alle flehen in jämmerlichem Weinen und Seufzen um Leben und Schonung.
fünfjährige, dreijährige Knaben, die den grausamen Tod ihrer Mütter und Väter mit ansehen mussten, verdoppeln ihre Klagen und das jämmerliche Geschrei. Aber umsonst rufen sie Mitleid und Erbarmen an. So sehr hat sich die Seele der Christen der Mordlust hingegeben, dass kein saugendes Knäblein oder Mädchen, kein einjähriges Kind, lebend den Händen der Schlächter entrinnt. Wer zuerst in ein Haus oder einen Palast eindrang, behielt diesen in seinem Besitz. Mit allem Gerät, mit Getreide, Gerste, Wein und Öl, Geld und Kleidern und allen Besitztümern. So wurden die Pilger Herren und Besitzer der ganzen Stadt. Auch der arabische Chronist Ibn al-Athir bestätigt diese Verbrechen. Die Einwohner wurden dem Schwert überliefert und die Franken mordeten in der Stadt eine Woche lang. Da den Kreuzrittern vom Papst und den Priestern vorher weisgemacht wurde, dass diese Eroberung und das Hinmorden Unschuldiger Gottes Wille sei, der sich über diese Taten in seinem Namen sehr freue, verwundert es nicht, was der Chronist Raimund von Aguilera über die katholischen Täter schreibt. Nach der Eroberung der Stadt war es der Mühe lohn, die Andacht der Pilger vor dem Grab des Herrn zu sehen, wie sie klatschten, jubilierten und dem Herrn ein neues Lied sangen. Ihre Seelen boten sich dem siegreichen und triumphierenden Gott mit Lobgebeten, die man mit Worten nicht ausdrücken kann. Diese unglaubliche Brutalität anderen Menschen gegenüber und der schamlose Missbrauch des Namens Gottes trägt leicht zu erkennen die Handschrift des großen Drachen. Er verführt die Menschen mit Vorliebe über den Klerus. Mit dessen Hilfe werden die Mächtigen, die Könige und Fürsten zu solchen Gräueltaten angestiftet und damit zwangsweise auch deren Untertanen, also die einfachen Menschen. Nicht zu vergessen, ihnen winkte ein großzügiger Lohn, die Vergebung der Sünden und ein Erlass ihrer Geldschulden. Da ließ es sich ohne Gewissensbisse morden. Sogar exkommunizierten Gewaltverbrechern wurde die Absolution versprochen, wenn sie mitmachten beim Morden von Andersgläubigen. Auch wenn diese Verbrechen fast 1000 Jahre zurückliegen, so sind sie nicht gesühnt und belasten die Menschen, Völker und Institutionen, die diese Verbrechen zu verantworten haben, mit einer gewaltigen Schuld. Als bei einem Terroranschlag in Frankreich 120 Menschen getötet wurden, brach bei Anhängern der Terrororganisation Islamischer Staat in den sozialen Netzwerken Jubel aus unter dem Hashtag »Das Frankreich der Kreuzzügler in Flammen«. Laut seinem Magazin Rumia will der Islamische Staat verstärkt auch Kirchen als potenzielle Anschlagsziele ins Visier nehmen. Die Dresdner Frauenkirche wird darin zum Beispiel als beliebter Versammlungsort der Kreuzzügler bezeichnet. Der Sachbuchautor Amin Malouf schreibt, nach seinem Anschlag auf Papst Johannes Paul II. Im Jahre 1981 erklärte der türkische Attentäter Mehmet Ali Aca, er habe den obersten Kriegsherren der Kreuzritter töten wollen. Ein Eingeständnis, das einmal mehr offenbart, welch nachhaltiges Trauma die Kreuzzüge im kollektiven Gedächtnis der muslimischen Welt hinterlassen haben. Ein Trauma, das auch nach fast 1000 Jahren noch nicht aufgelöst ist. Doch es gibt offensichtlich Kräfte, die nicht daran interessiert sind, dass den Menschen und Seelen die wahren Hintergründe für ihren Hass bewusst werden. Kräfte, für die Hass sozusagen das Lebenselixier ist. Laut der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel, fand im Himmel ein Kampf statt. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, heißt es dort, und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Durch diese Symbolsprache erklärt uns der prophetische Geist, dass die ersten Wesen, die sich gegen Gott erhoben, Abtrünnige waren, die das Ziel hatten, eine eigene Schöpfung zu errichten.
Deshalb wurde und wird von ihnen alles bekämpft, was zurück zum Licht, zurück in die ewige göttliche Heimat führen könnte. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass gewisse Kräfte an einer ehrlichen Aufarbeitung der Vergangenheit, wie zum Beispiel der Kreuzzüge und anderer brutaler Verbrechen, nicht interessiert sind. Ja, sie möchten sogar verhindern, dass diese Verbrechen der Vergangenheit wieder ans Licht der Öffentlichkeit gehoben werden. Welche Rolle spielt hierbei die katholische Kirche heute und speziell deren Oberhaupt, Papst Franziskus? Bei einer Audienz für Angehörige zweier italienischer Presseverbände am 16. Dezember 2017 warnte er Journalisten, dass der Journalist eine schwere Sünde begehen würde, wenn er überholte Dinge heraussucht und sie wieder ans Licht bringt. Das sind schwere Sünden, die das Herz des Journalisten beschädigen und die Menschen beschädigen, so wörtlich der Papst. Auch wenn viele Menschen und auch Institutionen und Regierungen die Lehre des Jesus von Nazareth nicht ernst nehmen, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das Jesus lehrte, kennt keine Freunde und Feinde und hat nichts mit Glauben oder Religion zu tun, es findet statt. Bis heute haben die Verbrechen der Kreuzritter vielfältige Spuren hinterlassen. So werden zum Beispiel bis heute in Teilen der Region um Antiochia die Katholiken als Kannibalen bezeichnet. Wie kommt das? Der fränkische Chronist Radulf von Caen schrieb auf, was man mit den getöteten Türken tat. Die Unseren kochten die erwachsenen Heiden in Töpfen und steckten die Kinder auf Spieße, um sie gegrillt zu verschlingen. Tatsächlich kann man Hinweise finden, dass im Winter 1097-1098 in Antiochia die Kreuzfahrer unter der Führung des später heilig gesprochenen Peter von Amiens ermordete Türken kochten und verzehrten. Doch war allein der Nahrungsmangel der Grund für den kannibalischen Verzehr des Fleisches ihrer Mordopfer? Manche arabische Autoren haben da ihre Zweifel. Irgendwie erinnert dieses Verhalten an alte Rituale, bei denen es um Tier- und Menschenopfer ging. Was auch immer der wahre Grund gewesen sein mag, jedenfalls zeigt dieses Verhalten, welchen verrohten inneren Zustand das brutale Ermorden von Männern, Frauen und Kindern in den Kreuzzüglern hervorrief. Tatsache jedoch ist, dass der von der katholischen Kirche heilig gesprochene Peter von Amiens unter dessen Verantwortung die bereits ermordeten Türken gekocht, gegrillt und verzehrt wurden, nun als Statue verewigt in der Stadt Amiens nahe der größten Kathedrale Frankreichs steht, mit der vielsagenden Aufschrift »Gott will es«. Da stellt sich die Frage, welcher Gott? Doch diese Frage ist wohl inzwischen hinreichend beantwortet worden. Wie war es möglich, in Menschen, die sich selbst als Christen bezeichneten, einen solchen Hass zu schüren, dass sie zu Mördern und Schlechtern von Männern, Frauen und Kindern, ja sogar zu Kannibalen wurden? Dazu brauchte es wahrhaft eine teuflische Demagogie. Einen Eindruck davon kann eine Predigt des von der katholischen Kirche heilig gesprochenen und heute noch hochverehrten Bernard von Clairvaux geben. Wörtlich predigte er: »Die Ritter Christi aber kämpfen mit gutem Gewissen die Kämpfe des Herrn und fürchten niemals weder eine Sünde, weil sie Feinde erschlagen, noch die eigene Todesgefahr. Denn der Tod, den man für Christus erleidet oder verursacht, trägt keine Schuld an sich und verdient größten Ruhm. Er, also Christus, nimmt wahrlich den Tod des Feindes als Sühne gern an, und bietet sich noch lieber seinem Streiter als Tröster dar. Ein Ritter Christi, sage ich, tötet mit gutem Gewissen, noch ruhiger stirbt er. Wenn er stirbt, nützt er sich selber, wenn er tötet, nützt er Christus. Denn nicht ohne Grund trägt er das Schwert, er steht im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut, zum Ruhm aber für die Guten. Ja, wenn er einen Übeltäter umbringt, ist er nicht ein Menschenmörder,
sondern sozusagen ein Mörder der Bosheit. Und mit Recht wird er als Christi Rächer gegen die Missetäter und als Verteidiger der Christenheit angesehen. Wenn er aber selbst umgebracht wird, ist es klar, dass er nicht untergegangen, sondern ans Ziel gelangt ist. Der Tod, den er verursacht, ist Christi Gewinn. Wenn er ihn erleidet, sein eigener. Der Christ rühmt sich, wenn er einen Ungläubigen tötet, weil Christus zu Ehren kommt. Möge sich jeder selbst fragen, kann man den Namen und das Leben des Jesus von Nazareth noch boshafter, noch teuflischer missbrauchen, als wir es eben gehört haben? Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, stehen von dem Hassprediger Bernard von Clairvaux unzählige Statuen vor und in Kirchen und ebenso auf Plätzen, und er lächelt bis heute von tausenden heiligen Bildern. Was will uns das sagen?